jetzt zu meinen neuen, nichts tuenden, aber trotzdem gleich fleißig arbeitenden Leibeigenen. Warum besetzt wir nicht eigentlich in der Zwischenzeit hier diese zweite Mine? Nein, nicht euch zwei. Ich möchte die. Vier. Vier? Vier. Ja, vier. Ja, ja, der Alte, der Alte. Ich habe schon verstanden. Ja, ja, so ein Zufall aber auch. Setzen wir hier mal eine Hütte hin. So, dann können wir doch eigentlich schon mal drei weitere Helden zurückbeordern, denn wir haben doch hier eigentlich nichts mehr zum Erkunden, außer hier diese Stelle vielleicht noch. Vielleicht finden wir hier endlich mal etwas Stein, das würde ich sehr begrüßen. Und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr weiter zu tun, als abzuwarten, bis wir ein bisschen Militär ausheben können. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Wo ist Helias? Ernsthaft, wo ist Helias? Ach, Helias kann auch so rumlaufen. Okay, wieso können es die zwei nicht? Nun gut, macht nichts. Dann geben wir dem mal den Marschbefehl manuell. Ich wollte sagen, wir geben den manuellen Befehl, aber das würde auch wieder relativ wenig Sinn machen. Einmal bitte hier nach drüben. Wo kommt Salim eigentlich jetzt wieder her? Also sprich, wo war er in der letzten Mission, wo man ihn vielleicht durchaus hätte gebrauchen können? Taucht er die ganze Zeit nicht auf? War schon so in Anführungszeichen ein bisschen enttäuscht. Dario, wieso bist du denn so begriffsstutzig da? Wenn du da oben hinläufst und es fängt wie blödes Blinken an, ist da oben höchstwahrscheinlich ein Feind. Und da ich keine Lust habe, dich allein in eine feindliche Festung reinzusticken, möchte ich, dass du bitte mit außen rumläufst. Dankeschön und nun bewege dich hierher. Weh, der hat sich nochmal rumgedreht. Gut, jetzt hat er es verstanden. Ich sehe schon, man muss dem Jungen bloß ab und zu gut zusprechen, dann macht auch das, was man will. Das bauen wir direkt mal aus. Obwohl, bauen wir das direkt aus. Na gut, jetzt baue ich es eh schon aus. Oh ne, Moment. Stopp, Befehl zurück. 100 Lehm. Und was kostet mich ein neues Dorfzentrum? 200 Lehm? Ne, gar kein Lehm. Okay, das ist ja noch besser. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Wie jetzt schon wieder? Erik? Nein. Wo wird mein Dorf angegriffen? Ach da. Och nö. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Hätte ich da andenken sollen. Aua, 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 aua. Und da schießt irgendjemand auch noch auf uns. Oh oh. Oh oh. Wie ihr wollt. Wenn was? Ihr es so richtig haltet, was schießt da oben? Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr denn des Wahnsinns fette Beute? So geht das. Oh, jetzt habe ich AD getan. Das war natürlich sehr schlau. Das wollte ich gar nicht machen. Egal, solange die ein bisschen mit dem Haus da spielen, soll mir das recht sein. Die Verstärkung von Erik hält ja ziemlich lange durch. Das ist okay. Ja, ja, mehr Siedler. Ich habe schon verstanden. Wir kümmern uns gleich darum. Macht mal die Kanone da bitte kaputt. Und noch diesen lächerlichen Schützen. Jetzt haben wir das Haus verloren. Schade, schade. Aber jetzt können wir uns um Dieter kümmern. Ihr werdet jetzt doch nicht das arme kleine Mädel angreifen. Ja, jetzt zurückziehen. Das sind die richtigen. Küssen Sie mich da, wo die Sonne nie scheint. So, ihr macht das da und ihr macht das da. Ach, die ziehen sich doch nicht zurück. Ich habe wieder vorschnell geurteilt. Jetzt zieht er sich zurück. Du kleine Ratte. Ah, wir kriegen den wahrscheinlich... Kriegen wir den noch? Ein oder zwei Schläge vielleicht noch? Na komm, na komm. Nein, 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 wir lassen uns nicht locken. Wir bleiben hier. Ihr geht hier hin. Salim. Endlich ein Steinbruch. Ihr zwei Leibeigenen. Was mache ich denn wieder mit euch? Ich habe schon wieder so viele Leute, die nichts tun. Die stehen mir echt in nichts nach. Ihr holt mal hier den Schwefel. Und dann. Genau, ihr zwei ohne Pilgrim. Ich brauche mehr Lehm. Okay. Das ist schon wieder eher nicht so gut. Elias stellt sie mal bitte hier hin. Und hier geht es wahrscheinlich auch hoch zu Mordred, ne? Was anderes sollte mich ja fast wundern. Wie hoch kann ich da gehen, ohne dass ich beschossen werde? Und gleich schlagen die Kanonen ein. Ich sehe es kommen. Es ist verdächtig ruhig. Noch ist es verdächtig ruhig. Ich sollte vielleicht auch mit Dario das ablaufen, aber... Aber, es geht besser, als ich dachte. Na nü. Und jetzt sind wir dann wieder hier drüben, ohne dass wir bei Mordred in die Basis einfallen. Ach, Pilgrim geht auch darum. Naja, wenn es weiter nichts ist, wieso schicke ich eigentlich die Leute außer rum? Zitze. Okay, hier scheint niemand zu sein, was ich jetzt komisch finde. Ich dachte eigentlich, die müssten hier... Nun gut, habe ich wieder zu viel gedacht. Wahlweise falsch gedacht. Macht nichts. Wir gehen mal hier wieder zurück. Was, noch ein Steinbruch? Moment, was? Hahaha, ha, ha, wie lustig. Wie gut, dass wir jetzt drei oder vier Steinbrüche gefunden haben. Was für ein komischer Zufall. Steinbruch 1, Steinbruch 2 und hier oben müsste das auch noch Steinbruch 3 sein. Okay. Ist okay, macht nichts. Damit können wir arbeiten. Dazu muss Dario erstmal wieder nach hier unten und helfen, diese
Horde von irgendwelchen Vollidioten, nein, von Mordreds-Vollidioten zurückhalten. Und wir gehen mal hier hin und setzen hier die erste Steingrube hin. Und dann kommt auch endlich die Ressource Stein in unser, wie soll ich sagen, in unser Lager. Und dann kann das hier doch gleich wieder wesentlich schneller vorwärts gehen. Oh, hier müssen wir auch noch rüber. Puh, lalalala. Eine Kathedrale wollten die hier haben, ich entsinne mich. Und natürlich, ich habe das nicht vergessen mit den. Haha, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Sehr schön. Nein, mit dem zusätzlichen Dorfzentrum, was hier irgendwo sein müsste. Ich hoffe nur, wir werden hier dann nicht angegriffen. Oder unser Dorfzentrum wird nicht platt gemacht, wenn wir hier eins hinsetzen. Denn man sieht hier ja schon, das ist ja alles Gebiet, wo, oder ein Gebiet, Na gut, in freut dem mich, Mordred glaub, quasi zu uns so gut ich herunterkommen kann. könnte. Oder auch Jo. Kerberos, man weiß es ja nach wie vor nicht. Ahri ist ja nach wie vor misstrauisch. Wobei ich jetzt zweimal wieder nach wie vor eingebaut habe. Eigentlich wollte ich sagen, Ahri ist nach wie vor misstrauisch und Liebe Wünschmeister, man hört all immer noch eure nichts von Botschaften Kerberos. sind beliebt, Und ich habe noch nicht diesen aber hohen es gibt Aussichtspunkt nur gefunden, von eine dem Familie. Es hier gibt Ahri genug zu gesprochen essen, hat. Und so hier gut ich ist kann. irgendwie niemand da. Dario Ja, blinkt nicht. Das finde ich sehr verdächtig. gut, wie ihr wünscht, mein Oder. Lieber. Noch besser gesagt, ich finde Gut. es nicht verdächtig, ich finde es sogar sehr entgegenkommend. Sehr wohl, wie ihr wollt. Bis jetzt ist das eigentlich. Und ich Gut. habe bis jetzt auch nichts gesehen, wo man sagen könnte, okay, hier würde sich In Ordnung. der Übergang, wenn irgendwas gefroren ist, quasi ermöglichen. Wenn was gefroren ist, genau. Ich möchte natürlich Ja. auf die Wettermaschine hinaus, Ja. wenn wir irgendwo jetzt hier den Winter herbeiführen, sehe ich keine Wie ihr Möglichkeit für wollt, Mordred, uns so irgendwie gut zu ich kann. flankieren. Da wir rechts eine verbündete Stadt haben, oder sind wir verbündet? Nicht Tribute, sondern Diplomatie. Na, wir sind zumindest im Waffenstillstand, aber wir teilen die So Sichtweite. gut ich kann. Das ist okay. Gut. Das heißt, Wir aus sind dieser Seite weiter. kann uns eigentlich schon mal niemand überraschen. So gut ich kann. Und von der anderen Seite Ja, aus gut. ist ja dieses Bergarbeiterdorf, bei dem nicht viel eigentlich passiert. Ich habe schon gedacht, der hat so schnell das Joa. Bergwerk ausgebaut. Das wäre in der Tat sehr, sehr Alles schnell gewesen. gut. Und dann kommt ihr mal her und baut mir bitte hier einen Bauernhof. Aber Was macht der ihr zwei noch klingt hier, gut. Jungs? So sein Ich weiß nicht, soll. was ihr noch hier macht, aber ihr könnt mal wieder runter und zu Helias. Wahlweise Helias kann auch hier Ich runter. tue mit Na, allen na, aus na, na, Not na, oder na, na, Bis. na. Na gut. Langsam, langsam, langsam. Helias, einmal nach hier unten. Ein Held ist in großer Sie Gefahr. haben. Oho, jetzt haben sie sogar schon 8 Mann in ihrem Trupp. Streitet furchtlos. Einmal bitte hier nach hinten zur Kanone. Noch. Oh, ach du Schande. Okay. Das könnte Fertig, interessant Meister. werden. Vorsicht, Kameraden. Ja, wir haben massiv die Nicht Leute gehen. erwischt. Ich stecke in Ein paar Schwierigkeiten. Helft mir. Banditenunterstützer Ihr zu habt nicht mir. genug Und Salim ist Ruhmrieder auch da. mitgebracht. Oh, Meine Salim, kann der rechtzeitig Bauern heilen? Kann der würden rechtzeitig heilen? sie Oh, Salim, niemals perfekt. überleben. Und Pilgrim ist auch da. Jetzt wird's Ja. lustig. Und er explodiert das. Und leider ist einer der Ich Räuber. mag es Verbündeten nicht. in den Macht Dreck mich gefallen wütend. und hier gleich die nächste Bombe hinterher. Irgendwann. Oh, ihr räudigen, Meister. madigen Mistviecher. In eurer Einfach Herde stecken Mistviecher. Ich habe viele jetzt überlegt, ob ich irgendwas anderes sage, Familien. aber nein, Mistviecher trifft es eigentlich ziemlich gut. So, die Ressourcenproduktion Stein läuft auch hiermit halbwegs gut. Salem wurde überwältigt. Was, was, was? Das wollte ich jetzt eigentlich wiederum nicht hören, aber ist okay. Wir sind noch gut dabei. Sind wir Angreifen! noch gut dabei? Ja, wir sind noch gut dabei. Pilgrim hat die Axt noch geschultert, das heißt, uns kann doch eigentlich gar nichts passieren. Da kommt schon wieder ein Trupp. Aber wie gut, dass wir nicht alle Heldenfähigkeiten verschwendet haben. Wir können noch Vorsicht! eine Kanone Nicht zu aufstellen. nah dran! Oh, sehr schön. Ich liebe Kanonen. Also vor allem, wenn es meine Kanonen sind. Seid Unsere gesegnet. Jungs werden gesegnet. Die sollen natürlich Ihr auch habt weniger die Schaden Gottesfolgen einstecken. ein Und eurer dann Heldentaten hier gleich das verdient. nächste. Wir brauchen viel Stein, diese Mission. Wir brauchen eine eigene Kathedrale. Die Jungs und Mädels, wahlweise die Bevölkerung von Evelance, braucht eine Kathedrale. Und wir müssen hier anscheinend auch einen sehr großen Verteidigungsring ziehen, dass wir nicht in einer Tour attackiert werden. Langsam, langsam, langsam. Hä, wieso? Ballistatürme, die. Ach, das sind gar nicht. Halt, stopp, da dämmert es dunkel. Was war denn das in der letzten Aufnahme? Da hat doch irgendein Bergmann gesagt, irgendwie in den Bergen gibt es Ballistertürme, die auf den hören, der sie erweckt oder irgendwie so. Wobei ich. Ach, stimmt, da habe ich den unglaublich schlechten Weckerwitz gebracht. Aha, Ihr da war ja wünscht was. mein. Okay. Es dämmert dunkel, das ist okay. Wirklich, Meister? Das heißt, wieso geht's hier nicht. Achso, ist ja geil, mehr ist fertig geworden. Ich Ich nehme würde alles Sie nur zurück. bitten um eure Und ihr zwei kommt mal her und baut hier Ja, gleich ja. ein Haus daneben. Und wir geben hier noch ein, zwei Sachen in den
Forschungsauftrag. Es gibt genug zu essen. Ach ja, die Lebenssache haben wir da oben schon. Ne, haben wir schon gebaut, okay. Das können wir noch nicht ausbauen. Dazu fehlt es an den Zahnrädern. Die haben wir aber, glaube ich, gerade genau in Auftrag gegeben. Nun gut. 1, 2, 3, 4. Dario 5. Die Nummer 6, die fehlt. Wer ist die Nummer 6? Pilgrim, Salim, Erik. Oh, es fehlt niemand. Aristat bloß ein bisschen weiter unten. Das war wieder mein Fehler. Und ihr zwei seid hier auch fertig. Ihr klopft Steine. Obwohl Steine haben wir eigentlich momentan genug. Ist egal. Kommt, sammelt ein bisschen mit Steine. Die kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Ja, mein Herr. Unser Helden-6-Set ist komplett. Wie kann ich das denn hier oben aktivieren? Ihr habt einen Verweis im Turm gefunden und ihn in euren Besitz genommen. So gut ich kann. Ihr habt einen verwaisten Turm gefunden und ihn in euren Besitz genommen. Ihr habt einen verwaisten Turm gefunden und ihn in euren Besitz genommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das jetzt ein bisschen epischer vorgestellt. Aber gut, nicht warten. Das Wichtige ist jetzt, dass wir erstens mal hier noch diese Mine besetzen für Leonardo. Da wird auch gleich wieder ein kleines Gespräch mit ihm folgen, wie ich ihn kenne. Ihr kommt, baut mit Holz ab, dann seid ihr wenigstens in der Nähe. Ich brauche hier, weißt du was, am besten gleich euch zwei. Hört auf mit dem Steine klopfen. Ihr müsst erstmal hier hoch. Wir bauen hier natürlich noch ein paar Ballistertürme hin. Natürlich. Ihr stützt mal hier bitte diese Baustelle. Oh, da steht noch jemand. Ein Kanonengießer. Hier gibt es ja einen Auftrag nach dem anderen. Vielleicht. Okay, die bauen noch. Das heißt, wir haben eigentlich noch Zeit für das Gespräch, hoffe ich. Obwohl, nee, wir hetzen jetzt mal nicht. Nicht, dass ich die zwei Gespräche oder die zwei, wie soll ich sagen, Szenen gegenseitig aushebeln. Warten wir erstmal, bis hier diese Schwefelgruppe fertig ist. Danach können wir mit dem Kanonengießer quatschen. Das sollte ja eigentlich nicht verschwinden. Holz und Stein, Eisen und Schwefel. Machen wir das. Können wir das schon ausbauen? Nein, nein. Moment. Ich sage jetzt absichtlich Nummer 4, nicht, dass ich jetzt hier wieder voll reinquatsch. Moment, wir werden gleich sehen, was passiert. Oder ob was passiert. Ich hab getan, was ihr wolltet. Herr, man hat euch mit einer neuen... Es ist ja mal wieder mega langweilig. Sprecht nun wieder mit Leonardo. Ich dachte, da würde jetzt wer weiß was Spannendes passieren, aber okay. Egal, dafür klauen wir uns bei Leonardo ein paar Bäume und... Dario? Ne, wohin kann ich Ballistertürme überhaupt schon ausbauen? Ich glaube, dazu brauche ich die Zahnräder und die hatte ich ja gerade eben erforscht. Müsste ich zumindest getan haben. Ich gehe mal gucken. Ich bin fertig hier. Oh, andere Seite, das war zu erwarten. Jungs, nach drüben mit euch. Nein, nicht meine schönen neuen Türme. Salim, du auch ebenfalls mal. Ei, was ist hier los? Das ging tatsächlich schneller, als ich dachte, aber okay. Darauf bin ich vorbereitet, denke ich. Ärgert mich zwar, dass wir jetzt wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, aber ist okay, damit komme ich zurecht. Moment, nicht, dass einer meiner Helden stirbt. Nein, schon gut. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, das schaut gut aus, aber das war eine knallharte Lüge. Na, kommt rein. Lasst euch doch nicht dreimal bitten und betteln. Ihr kommt hier. Ich glaube, dann setze ich da unten einfach die Rekrutierungssachen. Das machen wir doch einfach so. Erik ist da, Dario ist da, Salim ist da und da kommt gleich wieder eine Kanone. Aber gut, die fallen hier wie die Fliegen. Das freut mich zu sehen. Na komm. Ja, das ist jetzt hier nichts Spektakuläres. Das soll mir bloß recht sein. Es dauert mir hier oben trotzdem zu lang. Maus, hör auf, das zu machen, was du möchtest. Woher haben wir auf einmal 5000 Münzen? Nun gut, ist egal. 5000 Münzen finde ich gut, immer her damit. Dann kommen wir mal hier rauf, lasst die Kanone einfach wegfahren, sammelt euch hier. Irgendwas haben wir geschafft, was haben wir geschafft? Die Legierungen, okay. Können wir gleich das nächste erforschen. Die Chemie, Kanonengießerei, Ausbau von Ballistertürmen, 400 Schwefel. Und ich brauche Steine. Wie viel Schwefel habe ich? 86, das ist mir zu wenig. Rekrutieren wir erstmal Schwefel. Ja, genau. Kaufen wir erstmal Schwefel, wollte ich sagen. Das machen wir zuerst, das sollte am schnellsten gehen. Das bauen wir aus und ihr kommt mal her und setzt mir gleich hier nochmal einen Turm hin. Es wirkt fast wie vorgefertigt, diese Position, aber das soll mir nur recht sein. Wir können ja dann hier vielleicht noch was hinsetzen. Trotzdem, einer muss mit Leonardo sprechen. Dario, du als zukünftiger König sprichst bitte mit dem vielleicht zukünftig königlichen Erfinder, man weiß es nicht. Aber ich würde mir diesen Mann auf jeden Fall warm halten. Der ist sehr kreativ und hat sehr effektive Sachen immer im Angebot. Stopp, baut mit. Ihr baut mit, nicht warten, mitbauen.
Und dann sehe ich gerade, ich habe nicht genug Steine. Ich hoffe bloß, dass der Deal hier gleich abgeschlossen ist, damit wir nach, wie soll ich sagen, gleich noch einen neuen Handelsauftrag in Auftrag geben können. Nee, einen neuen Handel beginnen können, wie auch immer. Ich brauche auf jeden Fall diese Steine. Das wollte ich eigentlich ursprünglich damit aussagen. Legierung. Ach nee, Legierung hat wir ja gerade schon angezeigt. Ihr zwei seid fertig, das freut mich. Ihr seid auch fertig, geht erstmal hier hin. Holz sammeln, damit er die ganze Zeit doof rumsteht. Das ist ja nach wie vor und wie bekannt meine Aufgabe. Und Dario? Habt vielen Dank für eure Unterstützung. Mit dem Schwefel kann ich die Kanonen präparieren und Kerberos damit eine kleine, nette Überraschung bereiten. Wenn ich euch wieder zu Diensten sein kann, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, du könntest... Was? Du könntest mir zu Diensten sein. Ich möchte nämlich, dass du die Atombombe erfindest und einfach Kerberos wegbombst. Oder Mordred. Ich frage mich, woher Leonardo weiß, dass Mordred bereits... dass Kerberos bereits wieder gegen uns agiert. Falls es denn so sein sollte. Weg mit der dämlichen Kanone. Mach dich nicht lächerlich. Ah, schau, geht doch. Und dann mal hier, du reparierst das, du reparierst das. Und das können wir schon mal ausbauen. Mehr Steine brauche ich, genau. Wir haben hier noch einen Handelsposten, wahlweise gerade die Möglichkeit, einen neuen Handel zu vollziehen. Und ich habe es nicht vergessen, wo sind denn eigentlich die Leibeigene von hier oben? Ah ja, genau, die sammeln Holz, das ist okay. Denn ihr geht jetzt mal um diesen Gebirgszug rum und besetzt uns die dritte Steinmine. Und hier ist irgendeine fertig, genau, der geht wieder Holz fällen. Ich habe wieder was Feindliches gesehen. Oha. Jetzt will er es aber wissen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Nein, dazu hole ich... Ah ja, gut. Ich dachte schon, ob ich irgendwelche Heldenfähigkeiten aktivieren muss, aber das geht ja hier wirklich ohne mein Zutun groß. Gut, die Pferde wiehen ein bisschen auf, aber genau, da fällt der Nächste. Und der sollte eigentlich auch kein Hindernis weiter sein. Auch wenn man sieht, dass gerade die berittenen Nahkämpfer sehr viel Schaden machen, da kommt der Nächste zurück. Ja. Und Hellebardiere auch. Jetzt trumpft er aber auf. Okay. Und Elias segnet unsere Gemeinde, Gemeinschaft. Erik macht Schaden für alle und schmeißt die da einfach mal in den Boden. Und Pilgrim, du heilst bitte mal alle. Als ob da hinten ewig viele Schützen und Kanonen kommen. Also ich gebe zu, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Achso, ja, Darius da hinten. Da hinten steht er gut. So gut ich kann. Mist, jetzt ist die Segnung leider passé. Aber Pilgrim ist noch da. Pilgrim, bitte mal hier ein kleines Bömmchen. Und? Boom! Ah, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Erik. Erik. Erik wird wahrscheinlich auch nicht mehr lang machen. Ob Erik das überlebt? Also, er wird es schon überleben, aber ob er zu Boden geht? Nein, ich glaube, wir haben die Kurve gerade noch gekriegt. Gut, wenn da auf Salim geschossen wird, ist zwar tragisch, aber der hat ja noch mehr Trefferpunkte. Sehr schön. Hier zurück, hier ausbauen. Wir brauchen hier oben auf jeden Fall Kanonentürme und Schwefel. Stimmt, Schwefel. Durften wir eigentlich irgendeine Schwefelmine behalten? Durften wir irgendeine Höhe? Elias, zurück. Nicht provozieren lassen. Nicht provozieren lassen. Das ist Sache von den Ballistertürmen. Sehr schön. Ja, das geht groß ohne mein Zutun. Geht ganz gut ohne groß... Nee, ach, egal, es geht auf jeden Fall ohne mich. Darauf wollte ich hinaus. Ich merke schon, das Geseiere von Dario könnte wieder ansteckend wirken. Ach, ich habe den Kanonengießer total vergessen. Einmal bitte hier hin. Mal schauen, ob der noch was Schlaues weiß. Die Kanonen stehen noch da. Kann ich hier irgendwas in den Tributen machen? Nee. Moment, Dario. Auf geht's zu Dario. Stimmt, der könnte mir sagen, ob hier noch irgendwo Schwefelminen sind. Die brauchen wir ja auch noch. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Mal gucken. Was treibt euch in diese düstere Gegend? Macht ihr einen kleinen Spaziergang? Ist nicht zu empfehlen hier. Gefährliche Gegend. Viele schlimme Gesellen treiben sich in den Bergen herum. Dort liegt eine dunkle Festung. Wenn ihr einmal einen Blick darauf werfen wollt, es gibt hier einen geeigneten Aussichtspunkt. Ihr müsst nur dem Pfad folgen, immer den Hügel hinauf. Es lohnt sich, so einen Blick hat man sonst nirgends. Ah, der Aussichtspunkt. Ich verstehe. Was ist hier los? Ja gut, die Kanone ist Geschichte. Der Aussichtspunkt, natürlich. Dario, sei mal so gut und schau nach oben. Das sollten ja auch jetzt die Antworten da sein, die vor allem Ari und Pilgrim brennend interessieren. Sprich, ob Kerberos irgendwo dort oben verweilt oder auch nicht.
Moment. Oh, das ging ja schnell. Ich dachte, es wäre mehr verschlungen, aber so schnell sind wir hier oben. Mal gucken, wie die Aussicht ist.